weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt und Hallöle und guten Tag. Naja, das ist Geralt, ne? Den kennen wir ja noch, ne? Das ist so mein erstes Let's Play, was ich angezockt habe. Und, aber jetzt spielen wir das mal richtig, ne? So, das ist Yennefer, die kennen wir ja schon. Wir wollen natürlich noch ein bisschen, naja, sag ich mal, ein bisschen Liebkos und vielleicht läuft ja noch was. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Aber wir sind auch nur Mann. Ich hab dich vermisst. Sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Ja, sagt das nicht so oft, ne? Ist nicht so gut, wenn man das zu oft sagt. So, okay, ja, wir müssen natürlich jetzt runter. Wir müssen den Schlüssel finden. Der war natürlich irgendwo... Mann, das ist schon wieder so lange her, da ich gar nicht mehr weiß... Wo der Schlüssel ist, war der hier drinne? Wir gucken da mal nach. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Natürlich. Ich besorg's dir. So, was ist da hinten? Na, hier ist einiges los. Ist hier der Schlüssel drinne? Was ist das hier? Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ja. Da bin ich auch so ein Typ, ne? Ich mag so selber Gold auch nicht. Warum hänge ich ihn fest? Hä? An was hänge ich fest? Okay. Gut, so, das Nachtgewand. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Aber die ist doch auch schwarz jetzt. Mädel, ey. Eieieiei, ne? Dass der natürlich jetzt nicht hier weg will, das kann man vollkommen nachvollziehen. Und, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Das ist ja zumindest ein... Gut, ja, schweren Herzen müssen wir denn doch mal gehen. Mal auf die Tür. Dann werden wir hier mal durchstolzieren. Und dann mal gucken, wie es Ciri denn da unten agiert. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen ein paar Kräfte. Irgendwie rennen kann ich noch gar nicht. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Der getreue Wesemir. Oh.
Die zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit dem Pendel, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Die kleine Kämpferin. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Jetzt kommt ja das Geile. Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Naja. Tja, eigentlich muss Strafe sein, weil die ist ja nicht umsonst da und lernt. Wo guckt sie denn hin jetzt da? Völlig nach oben, okay. Ich habe total vergessen, wie schön diese Grafik ist, ne? Wahnsinn. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ja, nee, lass mal. Diesmal nicht. Glaub mir, du solltest Wesemir nicht warten lassen. Ja, das Tutorial braucht man nicht, ne? Also ich glaube, das kennt der Meister, man rennt da nur so ein bisschen und ja, macht so Dummigkeiten. So. Die großen Hexer. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Wahrscheinlich. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Tja, kleine Rotznase, ne? Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet.
Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Ja. So, wir überspringen dieses auch, ne? Weil, wie gesagt, ich kenn's ja schon Legen und die meisten von euch auch schon. Los. Wozu nochmal die Grundlagen durchkauen? Genau. Ich schalte mich mal weg. Wow, dem hast du's aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ja, also dieses Intro am Anfang ist einfach so legendär. Das ist so Hammer, ne? Diese ganze Atmosphäre. Oh, ich liebe es einfach, ne? Unglaublich. Da ich eher lieber so ein verschweigsamer Typ bin, spiele ich mal wirklich meinen eigenen Charakter. Ich würde lieber nicht drüber reden. Ist besser. Verstanden. Es gibt so einfach Sachen, über die redet man nicht. Also, Zeit zum Aufbruch. So. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Haben wir ja gesagt. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das?
Ich höre und rieche es. Ghule. Oh ja. Und wir sehen es auch, ne? Und völlig komplett rein hier erstmal. Wir müssen schlechtern, wie sonst was. Oh, da ist noch einer. Okay. Oh, danke schön, Plätze oder was auch immer du bist. Okay. Ja, ja. Oh, da war was knapp, ey. Komm näher. Zap! Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Nee, erstmal looten, ey. Wir müssen doch erstmal alle looten. Weil wir sind natürlich immer begiert, alles zu haben, was man so kriegen kann. Und deswegen auch eigentlich alle Pflanzen und sowas, ne? Wir haben was? Balissa-Frucht? Natürlich, die kennen wir noch. Nie-Wurzelblütenblätter. Länger geht das Wort nicht. Püsteblümel. Schöllkraut und Verbena. Das gute alte Schöllkraut, ne? Oder Schöllkraut. Kann man auch so sagen. So, Monster hören. Ghoulblut. Und hier liegt auch noch einer. Kristallschädel. Vogelschädel. In schwarzem Kristall. Warum glaube ich, dass er Yen gehört? Besonders, was machen wir denn damit? Stopp mal, wie kam ich Inventar? Ich muss erstmal mich neu sortieren hier. Das ist ja hier Questgegenstände, ne? Genau, Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Aha. Ja, und sonst so haben wir jetzt, denke ich mal, alle gefunden hier. Ne, hier ist noch in der Nähe noch eine Pusteblume. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Ja, das glaube ich, ne? Wenn man nur an das Gute glaubt, ne, dann wirkt das Schlechte immer ein bisschen negativ. Oder spontan erschreckend, könnte man auch fast so sagen. Aber deswegen soll man ja immer aus allen das Beste draus machen, ne? Und besonders die Augen nicht verschließen von denen, was tatsächlich da ist. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Das stimmt wohl. Der rechte hängt schon ein bisschen länger, auf jeden Fall. Naja, gut. Das bringt uns ja jetzt auch nie weiter. Warum wird er schneller? Ne, ich will aber nicht so schnell. Ich will eigentlich hier gechillt die Gegend genießen, muss ich mal sagen. Hier sind alle tot, ne? Zwei hingen auch schon wieder. Und die heulen da ganz schön. Weiß ja nicht, ob wir mit denen mal so sprechen sollten oder so. Weiß es nicht. Ups. Hab mal versucht, was zu drücken, aber es ging irgendwie nicht. Aber speichern können wir ja mal, ne? Spiel gespeichert, geil. So. Vorsicht. Alter, hier ist Ruhe. Mögen die Götter dich schützen. Oh, danke schön, danke schön. Verschwinde lieber von hier. Nein, lieber nicht. Soweit mit dir? Hast du was zu sagen hier? Nee, gar nichts. Das finde ich aber traurig. Wie konnte ich denn jetzt hier das Schwert wegpacken eigentlich? Ich habe ein Schwert draußen. Ah nee, das war Plätze holen. Ach so, ah okay. Gut, gut. Aber da unten sind ja Spielgefährten. Da wollte ich eigentlich mal hin. Da, zu den Ertrunkenen. Weil da ist nämlich ordentlich was los. Und das will ich mir auf jeden Fall noch geben hier. Oh, hier ist auch noch was los. Nee, warte mal. Hier muss es doch irgendeinen Abgang geben oder so. Wir sind hier, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das wollen wir uns noch gönnen, so ein bisschen kämpfen hier am Ende. Ich glaube, hier kommen wir ziemlich runter. Nee, eigentlich auch nicht. Na okay, los komm. Ja, die Rolle haben wir gut geschafft. Jetzt aber. Auf geht er, da sind die kleinen Bastarde. Achso, diesmal solltet ihr vielleicht gleich mal Igni wählen. Vielleicht mal warten, bis die hier so auf mich zukommen, vielleicht. Hey,
Zeig mir, was du zu tun hast. Dann los, kommt der jetzt hier. Was ist denn los? Du war aber knapp, ey. Knappig, würde ich sagen. Knappige Angelegenheit, ne? Harter Kampf. Also, man darf das hier alles nicht unterschätzen. Die sind hier alle schon ziemlich gut drauf. Ich spiele auf normal. Das ist schon eine heftige Sache, auf jeden Fall. So, ich würde das hier noch einsammeln, alles. Und dann speichern wir. Und dann haben wir ja schon mal den ersten Schritt gemacht. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da muss es doch noch mehr geben. Aber wir machen erstmal... Ich glaube nämlich, das ist alles besser. Jo. Das werden wir auch mal nehmen. Zack, zack, zack. Hier könnten wir jetzt eine Zeichenintensität. Das können wir ja hier mal gleich rein. Ach nee, das ging ja gar nicht, ne? Das muss ich ja anders machen. Und die Stahlwaffe. Ich glaube nämlich... Ja, die war auch besser. Super, ey. Ja, da haben wir schon mal was, ne? Dann wird gespeichert. Und dann versuchen wir... Ich glaube nämlich, hinten gab es nämlich noch welche, die in der nächsten Folge zu plätten, weil viel Leben haben wir nicht mehr. Aber... Das schaffen wir schon, ne? Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.